Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass gestern sehr viele Politiker der Altparteien und sehr viele Journalisten, zum Beispiel diese Dagmar Rosenfeld, die gestern bei Illner war, sie sich ziemlich entblößt haben, was ihr Demokratieverständnis angeht. Sie vertreten die Argumentation allen Ernstes, um die AfD schlecht zu machen. Die AfD hätte das nicht tun dürfen. Sie hätte keinen eigenen Kandidaten aufstellen dürfen, wenn sie einen anderen Kandidaten wählt. Das heißt also, es war jetzt unredlich von der AfD, den Kindervater aufzustellen und sie wählen in Wahrheit dann jemand anderen. Das hätten sie nicht gedurft. Das wäre unredlich, undemokratisch. Und ich weiß nicht, wie die Frau Rosenfeld sich da geäußert hat. Also empörend, das sei völlig undemokratisch. Dass nun die AfD versucht, diese Wahl und damit das Amt des Ministerpräsidenten und die Demokratie in Thüringen und Deutschland zu beschädigen, ist mehr als nicht hinnehmbar. Was Herr Gauland gesagt hat, kann man nicht so stehen lassen, dass er sagt, er hat etwas, die AfD hat gestern etwas gemacht, was ganz normal ist. Lassen Sie mich mal kurz ausreden. Weil man den eigenen Kandidaten nicht durchbekommt, nimmt man den Kompromisskandidaten. Klar. Was man aber nicht macht, wenn man den eigenen Kandidaten nicht wählen will, weil man ihn auch nicht durchbekommt, schickt man ihn nicht ein drittes Mal ins Rennen. Ja. Sondern dann zieht man den eigenen Kandidaten zurück. Und Sie wussten genau, wenn Sie das tun würden, dann würde Kämmerich gar nicht antreten, weil das war immer die Kemmerich-Ansage. Ich will das, was Herr Kemmerich gemacht hat, überhaupt nicht gutheißen, aber es war seine Ansage und das wussten Sie. Er tritt nur an, wenn es einen linken und einen rechten Kandidaten gibt. Es ist falsch. Er ist angetreten, Sie haben Ihren Kandidaten loslaufen lassen, wissend ihn nicht zu wählen und haben dann Kemmerich gewählt. Den Kandidaten, das ist abzocken. Das ist abzocken und das ist gar nicht gut. Das ist schon eine genau Finte genannt worden. Die Frau Rosenfeld soll sich mal die Frage stellen, warum gibt es eine geheime Abstimmung? Nach ihrer Theorie könnte man es ja ganz einfach machen. Die AfD stellt Kindervater auf, dann entfallen automatisch alle 25 Stimmen auf den. Dann die FDP stellt ihren Kandidaten auf. Da werden dann die Stimmen so zugeschrieben und dann Ramelow bekommt dann eben die Stimmen von Rot-Rot-Grün. Und da das ja alles vorher fest aufgeschrieben werden muss und ja eigentlich man auch nicht abweichen darf, dann steht das ja eigentlich schon vorher fest. Sie haben sich nicht die Frage gestellt, warum die Wahl geheim ist. Und das ist ja mit Absicht so gemacht, dass die Wahl geheim ist. Und es besteht eben keine Verpflichtung für die AfD, den Kandidaten zu wählen, den sie aufgestellt haben. Sie können den Kandidaten wählen, den sie wollen. Und wenn sie Kemmerich wollen, dann ist das ihr gutes Recht und das haben die anderen überhaupt nicht zu kritisieren. Zu Kemmerich muss ich sagen, ich bin eigentlich doch froh, dass er wieder zurückgetreten ist. Er ist ein Mann wirklich ohne jeden Rückgrat. Ich war entsetzt, wie er sich gestern im Brennpunkt über die AfD geäußert hat. Das hätte er nicht machen müssen. Er hat sie dargestellt wie Abschaum und hat auch von Missbrauch der Demokratie gesprochen. Also er hat hier auch sein fehlendes Demokratieverständnis offengelegt. Ihm war klar, dass er nur mit der AfD überhaupt gewählt werden konnte. Weil es ist ja völlig klar, dass Rot-Rot-Grün Ramelow wählen. Das war in keiner Weise zu erwarten, dass er von Rot-Rot-Grün eine Stimme bekommt, solange Ramelow antritt. Das heißt, ihm war völlig klar, er tritt als Ministerpräsident an und er kann, wenn er antritt, dann heißt es, er will es werden. Und werden kann er es nur mit der Stimme der AfD und das war ihm klar. Das heißt, er wusste, er wird von der AfD gewählt und das ist ja auch in Ordnung. Aber es ist dann nicht in Ordnung, sie dann wie Abschaum zu behandeln und sie dafür zu beschimpfen, dass die AfD ihm seine Stimmen gegeben hat. Es geht ihnen auch überhaupt nichts an, wem die AfD ihre Stimmen gibt. Das hat er mit Demut zu respektieren, welche Stimmen die AfD wie vergibt. Und das hat er überhaupt nicht zu befehlen, auch überhaupt nicht zu beanstanden. Das heißt, er hat einen Trick probiert. Er will die AfD loswerden, sie schlecht machen, sie negativ framen, sie als Abschaum framen. Und er will aber gleichzeitig durch sie, wollte er Ministerpräsident sein. Und anscheinend in der FDP-Zentrale oder sonst wo haben sie vielleicht irgendwie gemerkt, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Dass wenn man sich von der AfD wählen lässt, dann muss man auch mit einem Mindestmaß zu der AfD stehen oder zumindest darf man sie nicht vollkommen schlecht reden. Das passt nicht zusammen. Aber da aus verschiedenen Gründen, wahrscheinlich auch wegen der Treibhauseffekt-Lüge,
oder was, wir wissen ja wahrscheinlich gar nicht, was da alles im Busch ist, wollen ja anscheinend auch CDU und FDP die AfD ganz dringend loswerden. Aus welchen Gründen auch immer. Also bei den Linken und Grünen, da ist es irgendwie klar, die sind meiner Meinung nach Nazis, die den Systemumsturz wollen. Es ist klar, dass sie die AfD loswerden wollen. Aber ich glaube, bei der FDP und bei der CDU sind viele Leute machtgeil und wollen deswegen die AfD loswerden. Und so einer ist wahrscheinlich auch Kemmerich, ein Opportunist, der will Ministerpräsident wählen, aber aus welchen Gründen auch immer schließt er sich diesem FDP, CDU, dieser Vorgabe an, die AfD als Nazis zu framen und ja, sie so schlecht zu machen, wie es nur irgendwie geht. Dass nun die AfD versucht, diese Wahl und damit das Amt des Ministerpräsidenten und die Demokratie in Thüringen und Deutschland zu beschädigen, ist mehr als nicht hinnehmbar. Die Arbeit beginnt erst und die Demokraten sollten auch wissen, dass Neuwahlen keine Option sind. Die Umfrage letzte Woche hat bewiesen, dass das Wahlergebnis ein ähnliches sein wird. Insofern sollten die Demokraten Neuwahlen vermeiden, im Parlament Zusammenarbeit suchen, weise Entscheidungen treffen und diejenigen, die unser Land spalten, eines Besseren belehren. Vernünftige Politik geht mit diesem Parlament, wenn sie denn bereit sind, die staatspolitische Verantwortung, über die seit Wochen diskutiert wird, alle wieder gemeinsam zu tragen und gute Entscheidungen für Thüringen zu treffen. Noch ein kurzes Wort zu der Sendung mit Gauland. Ich finde, Gauland hat sich gut geschlagen, aber ist natürlich die Frage, wie viel er sagen kann, aber ich glaube, dass viele in der AfD und er vielleicht auch nicht dieses negative Framing, dieses Nazi-Framing nicht ernst genug nehmen. Und er hat dem zwar schon entschieden widersprochen, aber er hätte immer wieder und öfter und noch entschiedener widersprechen müssen. Und es wäre natürlich gut gewesen, wenn er Dagmar Rosenfeld gleich nicht nur gesagt hätte, es wäre falsch, sondern wie ich es beschrieben habe, auch klar macht, warum es falsch ist. Und da hätte er sie bis auf die Knochen blamieren können. Da wäre sie dagestanden mit ausgezogenen Unterhosen, weil was sie gemacht hat, ist sehr völlig undemokratisch, ihre Sichtweise. Und immer wenn die ganzen Leute wie Habeck, dann auch dieser schreckliche Mann aus dieser Kretschmer aus Sachsen, wenn sie immer wieder ihr Framing installieren wollen, die AfD sind rechtsextrem, sie probieren dieses Framing zu installieren, indem sie es immer wiederholen. Sie liefern keine Begründung, sie liefern immer die gleichen Zitate von Höcke mit der 180-Grad-Wende, für die er sich entschuldigt hat und für die er auch anders gemeint hat. Und ich glaube ihm auch, dass er das anders gemeint hat, weil es in Deutschland eben so ist, dass der Fokus auf dem Negativen nur liegt und dadurch gibt man dem Negativen auch Macht. Wenn man Hitler die ganze Zeit seine Energie zuwendet, dann wertet man Hitler auch auf. Und ich glaube ihm, dass es ihm auch darum ging, dass man Hitler nicht unnötig aufwerten soll, indem man sich ausschließlich fast nur damit beschäftigt. Das heißt nicht, dass man es vergessen soll, aber man soll sich auch mit den positiven Dingen in der deutschen Geschichte beschäftigen und dem Raum einräumen. Wenn man nur dem negativen Raum einräumt, dann macht man das auch groß und wichtig. Also dann gesteht man ihm, natürlich ist Hitler wichtig, aber er ist menschlich ein Nichts. Und man macht ihn menschlich größer, wenn man immer seine Energie Hitler zuwendet. Und man muss auch dem Positiven, wenn man seine Energie nicht dem Positiven gibt, dann ist das auch irgendwo eine Missachtung. Und so finde ich das auch, dass man auch die positiven Aspekte der deutschen Geschichte beachten soll. Und das hat er, soweit ich es verstanden habe, und ich glaube auch, dass er das so gemeint hat, das meinte er mit einer 180-Grad-Wende. Weil es ja auch alle anderen Länder der Welt betrachten vielmehr die positiven Aspekte der Geschichte, sind viel mehr stolz auf ihre Geschichte, und dann nimmt Deutschland wirklich eine Sonderrolle ein. Es ist natürlich auf der einen Seite gut, dass man die negativen Sachen nicht unter den Tisch kehrt, wie das anderswo ist, aber es muss auch so sein, dass man einen positiven Selbstbezug hat. Und das finde ich absolut richtig, wenn Höcke ist ein kluger Kopf, wenn er das mal anspricht, dass wir auch hier in Deutschland einen klügeren Selbstbezug brauchen. Und das wissen die Medien alles. Das hat er in seiner Rede ausschließlich beschrieben, aber es wird absichtlich so verkürzt, dass er so hingestellt wird, ja, er wäre Nazi und man wolle das irgendwie leugnen. Das ist natürlich, das wird ihm unterstellt und das wird ihm wissentlich falsch unterstellt. Das geht bei ihm klar hervor, dass er das nicht so gemeint hat. Und so werden ja alle Zitate von der AfD gedreht, obwohl sie das eindeutig nicht so meinen.
Und Gauland hätte das viel mehr immer wieder, wenn die anderen das Gegenframing, dieses negative Framing setzen, die AfD sind Nazis, dann muss Gauland immer wieder betonen, dass es nicht stimmt. Dann muss er immer wieder unterbrechen und darf das nicht zulassen, diese Wiederholung. Ja, natürlich ist es jetzt ein bisschen so, dass er sagt, ja, das kommt vielleicht bei ihm jetzt so rüber, er lässt die anderen reden. Aber das ist gefährlich. Man darf die nicht reden lassen. Also immer wenn dann hier was mit Nazi kommt, dann muss er im Grunde sofort unterbrechen und das auch argumentativ klarstellen, so wie ich das jetzt hier gerade probiere. Und so müssen das die ganzen AfD-Vertreter machen. Sie müssen diesen Nazi-Frame, den müssen sie aufs Schärfste bekämpfen und jedes Mal, wenn sie ihre Nase in der Kamera haben, müssen sie meiner Meinung nach diesem Framing widersprechen und ganz klar machen, dass sie dieses Framing nicht akzeptieren und dass es ein verlogenes Framing ist, um die AfD zu zerstören. Indem man schweigt und die anderen reden lässt, kommt es beim Zuschauer so an, als würde man das Framing akzeptieren, als würde man die Unterstellung akzeptieren. Man darf diese Unterstellung nie akzeptieren, man muss ihr immer widersprechen. Ja, ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt. Macht's gut.